Deutschlandfunk, Sternzeit. 30. April. Der Sternenhimmel im Mai. Im kommenden Monat stellt der Himmel deutlich auf Sommer um. Ende Mai steht die Sonne rund 16 Stunden über dem Horizont. Im Norden Deutschlands wird es nicht mehr ganz dunkel. Die Abend geht direkt in die Morgendämmerung über. Wenn die ersten Sterne auftauchen, funkeln die Frühlingsfiguren am südlichen Firmament. Das mächtige Trapez des Löwen, der Bootes, der wie eine Eistüte aussieht, und die weitverzweigte Jungfrau. Nahe dem Zenit leuchtet der große Wagen. Verlängert man die Wagendeichsel im flacher werdenden Bogen nach unten, so fällt der Blick zuerst auf Arktur im Bootes und dann auf Spiga in der Jungfrau. Gemeinsam mit Regulus im Löwen bilden sie das Frühlingsdreieck. In den frühen Morgenstunden sinkt es unter den Horizont. Die Planeten machen sich im Mai rar. Nur Saturn zeigt sich am Morgenhimmel. Seine Begegnung mit dem abnehmenden Halbmond ist der wohl schönste Himmelsanblick des Monats. Am Morgen des 31. Mai zeigen sich Saturn und der Mond vor Beginn der Morgendämmerung Seite an Seite. Dann funkelt hoch im Süden bereits das mächtige Sommerdreieck. Besonders markant ist die strahlend weiße Vega fast im Zenit. Der Vollmond in der Nacht zum 24. Mai steht dicht unterhalb von Antares, dem Hauptstern im Skorpion. Dieses Tier, von dem in unseren Breiten nur der Kopf zu sehen ist, ist ein klassisches Sommersternbild. Lange Tage, kurze Nächte, Sommerdreieck und Skorpion. Die Botschaft des Himmels ist klar. Die heiße Jahreszeit ist nicht mehr fern.